muss nichts nichts drücken. Okay. Sehr gut. Es hatte unten zwei
Zweig hineingebracht. Das Ganze war sehr fragil. Und es hing nur über einem Nagel. Das Kreuz musste sich über den Nagel selbst ausgewichten, damit es sich abkippt. Denn dieses Kreuz war ein Kreuz in Bewegung. Die anderen Kreuze hat der Pfarrer eingesetzt in seinem Artikel. Er hat aufgespült fünf andere ähnliche Karten auf an der Zahl. Bei Beuys hat diese Karten ähnlich wie diese Heiligenbilder, können wir sagen, die eine alte Frau, die kaum gehen konnte, an den Tisch eines Terrassenlokals anbot. Und Beuys sah das und rief sie zu sich und kaufte ihr alle ab. Sie hatte nur fünf. Er hat gesagt, hätten sie 50, so würde ich sie kaufen. Und darüber schrieb Beuys, das Herz Jesu, der Erfinder der Dankforschung. Das Herz Jesu, der Erfinder der Elektrizität und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen die Basis, kunstgeschichtliche Basis, die zeitgenössische Basis, die für mich diesen anderen die fünf Bilder, die fünf Kreuze hier in der Kirche, die fünf Kreuze und jetzt auf eine ganz eigenständige, völlig neue Weise auf Spielkarten gesetzt. Wie viele dieser Kreuze sind auch diese Kreuze Bewegungskreuze? Das Wander- und Missionskreuz des Rochus, das Trost- und Verheißungskreuz über mir, das Zeugniskreuz am Turm, das liturgische Kreuz im eigentlichen Kreuz dieses Raumes, nämlich dem Altar. Und jetzt hier fünf Spielkarten. Kreuz gesetzt. Kreuzbogen. Der Bogen aber, der sieht Jesus ähnlich. Ein Jesusbogen. Und dieser Jesusbogen, das hat mir Orlando vorhin erzählt, der ist da richtig, wo er rot ist. Klar. Das Kreuz steht immer im Zeichen. Ist rot. Rot wie rohes Fleisch, rot wie fließendes Blut. Und alles andere sind Kreuzvariationen. Variationen in der Farbe, in die Gesellschaft, in unsere Zeit hinein. Schauen wir uns die Arbeit näher an. Dann sehen Sie, ich würde fast sagen, fast eiförmig oder fast in der Form eines Baseball. Die Amerikaner wissen so. Die haben so ähnliche Dinger. Sehr bedachte Formen. Alle irgendwo auf Bewegung.
sehr wichtig ist die rechte Seite. Die glüht und glänzt. Das hat der katholische Künstler offensichtlich herausgefunden, dass das Kreuz, das gestochene Kreuz Jesu, das Kreuz im Herz, das ist nicht nur wie auf der Karte und auf dem alten Bild in der Mitte ist, sondern eigentlich in der Brust. Die Brust bekommt dort eine Artikulation, das ist ein wenig ungewöhnlich. Sie machen aus dem Weichen Jesus, wenn sie gestanden haben, fast eine Frau. Was? Oder nicht? In dem Sinn ist dieses Bild sehr klug und handgreiflich angehend und verstörend. Soweit das Bild, das wie aus einer Mitte kommt, eine Wahlform, oder soll ich sagen, aus einer Eiform. Sie wird, wie sich das gehört, wenn ich etwas aromatisiere oder als ganz wichtig hinsetze, dann beginnt es zu strahlen. So wie seine Brust strahlt. Aber hier gehen die Strahlen verloren. Man könnte nun die Bilder als riskant vorstellen. Sie haben natürlich hoffentlich bemerkt, dass ich sie nicht riskant verstehe. Sie sind ganz normal. Aber nur einer hat es zunächst nochmal gesehen. Nämlich der Künstler, der findet eigentlich nichts dabei. Der findet das einfach nur. Dass man mit dem Bild so umgeben kann, dass es sich spiegelt, dass es sich auf und ab variiert. Und dass es irgendeine verstörende Spannung da drin gibt. Und die verstörende Spannung ist, dass die, so kitschig die Aussehen und so kitschig die Vorlage ist, nicht kitschig gemeint ist. Das hat Jesus, das hat Josef Beuys übrigens sehr gemeint, dass die katholische Kirche die Wucht und die Kraft und die Dynamik des Christuserlebnisses in der Herzlichen Fröhlichkeit zum Kitsch hat. Aber so Beuys, das Zeichen ist gar nicht so zu verkitschen, weil selbst im Kitsch steht es auf wie ein Tropfen, wie ein Kraftzeichen. Dass es ein Kraftzeichen sein kann, das zeigen alle Kreuze, auf die ich mich hier in St. Rochhausen bezog. Das Kreuz als ein Kraftzeichen. Damit ich umgehen. Ich kann das Umgehen auch spielen nennen. Ich spiele damit. Ich kann aus Langeweile, Einfallslosigkeit und einfach nur irgendeine Zeit zu vertreiben, in einer leicht unverantwortlichen Art der Spielerei des Lebens damit totschlagen. Die Zeit, mich. Ich kann nun auch den eigentlichen Sinn des Spiels setzen, nämlich, dass ich nur ein Spiel zu spielen habe, nämlich mein Leben. Und dass ich nur einmal gewinnen kann, nämlich im Leben. Und dass es darauf ankommt, dass wir uns permanent gegenseitig zu diesem ganzen Spiel machen und dabei alles einsetzen und alles zu zeigen, nehmen oder finden können, was uns ankommt. Wenn es als Kunst daherkommt, umso besser. Und wenn es als ein solches Kunstwerk daherkommt, das aussieht wie eine Verhöhnung, dann wäre das nichts Angemesseneres als Jesus, der im Wesen der Verhöhnte ist. Aber als der Verhöhnte, dann
Dann auf einmal gewinnt dieses Zeichen eine urchristliche oder besser gesagt urmenschliche Botschaft. Das Entscheidende daran, es hängt auf der Verantwortung und läuft genau darauf hinaus, was ich damit mache. Damit ist der Impuls des Künstlers